Ein kleiner Tipp für Action-Cams und Wasser. Wenn man jetzt eine Action-Cam, ob das jetzt eine GoPro oder eine Sony ist, in das Gehäuse reingibt, also in das wasserdichte Gehäuse im besten Fall, dann schwimmt dieses Gehäuse nicht von Haus aus. Und da gibt es verschiedene zusätzliche Gehäuse oder Gehäuseaufsätze, damit jetzt das quasi die Action-Cam unter Wasser nicht oder im Wasser nicht untergeht. Und ich habe mir das überlegt, dass ich hier vielleicht ein bisschen Geld sparen möchte und ich nicht so oft im Wasser bin, darum brauche ich das jetzt nicht zwangsläufig, also diesen Schwimmer, den man sich kaufen kann. Aber ab und zu braucht man etwas, damit die Action Cam schwimmt, wenn man eben im Wasser ist, einfach als Sicherung. Und da war ich jetzt bei meinem Vater im Dachboden, also bin ich fündig geworden, nämlich mit solchen Dingen. Und zwar sind das jetzt so ganz normale Schwimmer, wie man sie beim Fischen verwendet. Oder wie diese Dinge auch immer heißen. Einmal in Orange und hier in Transparent. Und die habe ich dann einfach per Schnur ans Gehäuse der Action Cam angehängt. Und das möchte ich jetzt einmal herzeigen und ausprobieren, ob das funktioniert. Also Action Cam ins Gehäuse. Schauen, dass es gut geschlossen ist. Und jetzt schauen wir. Und an, wo die Kamera hinkommt, nämlich hier. Achtung, 3, 2, 1. Ja, das hat funktioniert. Also, das Gehäuse hängt hier an der Schnur, also an diesem Schwimmer, und kann dadurch nicht untergehen. Können wir uns einfach nochmal anschauen, quasi jetzt ein wenig langsamer, vielleicht andersrum. Oder, naja, da ist noch was. Ja, die Kamera hängt eben am Schwimmer und es kann so eigentlich nichts mehr passieren. Viel Spaß mit diesem Tipp.